Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet hier zum heutigen Video. Ihr seht, ich bin wieder bei Kronex. Der liebe David ist neben mir. Vielen, vielen Dank, dass ich immer noch hier sein darf. Gerne. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir drehen ein paar Videos. Ich weiß nicht, wann ich die alle hochlade. Heute geht es um die Uhren der Stars. Wir haben jetzt die Uhren von Cristiano Ronaldo, LeBron James, Erling Haaland, Drake. Habe ich noch vergessen? Sergio Ramos. Sergio Ramos und? Wenn man ihn so nennen möchte, Tom Holland, der dieselbe Uhr wie jetzt zum Beispiel da Erling Haaland hat. Genau. Hat, ja. Und die möchten wir euch heute auf jeden Fall vorstellen. Bevor das Ganze losgeht, checkt auf jeden Fall auch Kronex aus. Ihr habt 7000 Uhren online von 49 verschiedenen Händlern. Und das Coole ist, glaub, man kann sich eine Uhr einfach bestellen, dann zu Hause anschauen. Und wenn einem die nicht passt, einfach zurückschicken kostenlos. Ich bin schon ganz durcheinander hier. Genau. Natürlich gerne noch vorher bezahlen, aber genau. Das finde ich schlecht. Versand und Rücksendung ist kostenlos, 14 Tage Widerrufsrecht, genau. Genau. Und checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung aus. Mit meinem Code Felix bekommt ihr so noch einen kleinen Rabatt. Würde mich freuen, supportet ihr mich auch ein bisschen. Und ich will jetzt gar nicht lange schnacken, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Gerne. Lass uns mit dieser Uhr jetzt hier starten. Mein absoluter Favorit sogar, glaube ich, von denen. Wobei, nein, ich habe, also sagen wir Top 3 auf jeden Fall von den 5 Uhren. Nämlich hier die grüne. Genau, Submarine Update, ja. Die sogenannte Kermit. Genau. Wir hatten ja vorher den Vorgänger, die Hulk, komplett grün-grün. Und die Kermit gab es so auch schon mal vor einigen Jahren, mit einem etwas anderen Grünton. Der ein oder andere nennt die jetzt auch Starbucks. Bitte in den Kommentaren nicht ausrasten. Ja. Von daher, genau, man nennt sie Starbucks, Kermit, wie auch immer. Auf jeden Fall schwarzes Zifferblatt, grüne Lunette. Und da blenden wir jetzt auch mal die Bilder ein. Unter anderem Erling Haaland hat diese Uhr und der Schauspieler von Superman. Spider-Man. Tom Holland. Ich bin nur bei Marvel und so, ich bin gar nicht drin. Wahrscheinlich hinter der Kamera raste komplett aus. Ich bin da nicht drin, tut mir leid. Was ich aber geisteskrank bei dieser Uhr finde, und drückt mir ja bitte die Daumen, das entscheidet sich bei mir morgen, ob mein Konzi mir noch diese Uhr dieses Jahr noch besorgen kann. Drückt mir da bitte die Daumen, vielleicht kriege ich sogar noch diese Uhr. Ihr seht ja, ich habe die schwarze ja hier. Was ich geisteskrank finde, ist einfach, dass das die identische Uhr ist, nur einfach eine andere Lunette und diese Uhr gleich 10.000 Euro mehr wert ist. Ja, also fast. Fast. Okay, ich habe natürlich Die Preise haben sich schon wieder so ein bisschen angeglichen. Ja. Die war ja eine Zeit lang ganz kurz auch über 20. Da hat es noch geklappt mit den 8.000. Ja. Mittlerweile liegt deine bei so circa 13,5 neu. Ja, okay. Und die liegt mittlerweile bei so 18 um den Dreh. Ah, okay. Ja. Ja, gut. Aber du hattest recht, ist nur mittlerweile hat sich das verschoben. Okay. Ja, aber ich finde diese Uhr wunderschön. Der Grund, warum die so teuer ist, einfach limitierter wahrscheinlich, ne? Oder was einfach ist der die Grund? Grüne Lunette, die wird sicherlich auch minimal weniger ausgeliefert werden als die schwarze. Aber im Endeffekt, im Moment grundsätzlich, alles wo Rolex draufsteht, das ist schon eine Erfolgsgarantie und auch ein Grund dafür, dass das über Liste gehandelt wird. Ja, definitiv. Dann lass uns direkt bei Rolex bleiben, beziehungsweise wir haben sogar nur Rolex-Uhren, sehe ich jetzt gerade. Genau. Man könnte denken, wir machen ein Video für die. Nee, Spaß beiseite. Dann lass uns mal die Uhr nehmen von LeBron James. Genau. Am Ende des Tages ist es eigentlich eine Oyster Perpetual, eine ganz normale Standarduhr. Nichts Besonderes, bis auf das rote Ziffernblatt. Ist das rot oder ist es orange so ein bisschen? Ne? Ja, genau. Also, soll rot sein. Um da ein bisschen zu klugscheißern, würde man es Korall nennen. Okay. Ja, von daher ist es einfach rot-orange. Aber ich sag dir ehrlich, eine wunderschöne Uhr. Ja, ich habe die Uhr leider nicht in meiner Sammlung, aber ich würde die super gerne nochmal haben im schwarzen Blatt einfach. Das ist so eine richtige Business-Uhr, finde ich. Damit machst du nichts verkehrt so. Das ist eine super schöne Rolex-Einsteigeruhr, kann man das so sagen? Das hört sich irgendwie fies an oder irgendwie böse. Aber ist es doch grundsätzlich, weil, also hast du vollkommen recht, weil im Endeffekt normalerweise hat den Listenpreis von, glaube ich, 5.500 Euro, ist also eigentlich die Einstiegsuhr bei Rolex. Ist halt einfach nur der Nachfrage geschuldet, dass die Uhr halt mittlerweile je nach Zifferblatt irgendwo zwischen 8.000 bis 15.000 Euro, also das Tiffany geht, glaube ich, grob 15 im Moment. Das ist verrückt. Also genau, dieses türkise Blatt, ne? Aber früher war das wirklich der Einstieg. Ja. Warum? Gebürstet, keine Komplikation, kein Datum, simpelste Zeitdarstellung. Ja, ja. Ich habe die Uhr auch in der Amazon-Doku gesehen von Bayern. Da hatte dieser Vorstand, oder ich weiß jetzt gar nicht, wer die da hatte. Auf jeden Fall einer hat die da irgendwie um. Aber eine super, super schöne Uhr. Macht ihr auf keinen Fall was mit verkehrt? Meiner Meinung nach nicht. Ne? Das ist eine Uhr, die wird in 10, 20 Jahren auch noch eine super Uhr sein. Aber eigentlich wie alle Uhren. Also keiner von uns kann in die Zukunft gucken. Vielleicht passiert irgendwann mal was, eine kleine Bewegung, eine Korrektur oder was auch immer. Aber am Ende des Tages sind das alles echt super Uhren, die wir euch jetzt hier zeigen werden. Und vor allem interessant halt auch die Zifferblätter mit diesen besonderen Farben. Die gab es halt schon mal vor einigen Jahrzehnten und die haben das jetzt wieder rausgebracht. Jetzt ist natürlich, sind die Farben auch etwas extrem. Also ich habe erst mal gedacht, das wäre ein Spaß, die Farben, die rausgebracht haben, weil es so ungewöhnlich für Rolex ist. Und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn die in den nächsten 1 bis 2 Jahren eingestellt werden. Ja. Und dann natürlich der Preis sich schon wieder. Aber die sind nicht sofort explodiert, kann das sein?
Die konnte man erst so noch kaum ich kaufen normal. Auf einmal sind die explodiert oder waren die sofort High Level? Die waren eigentlich auch schon recht schnell oder direkt quasi nicht direkt zu bekommen. Verrückt. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsuhr hier. Die hatten wir euch auch schon im Adventskalender einmal ganz kurz vorgestellt. Die kam viel zu kurz, aber da hatten wir auch sehr, sehr viele Daytonas. Die Platin Daytona mit einem blauen Ziffernblatt. Absolut geisteskranke Uhr. Also ich finde, das ist die Uhr von Rolex, meiner Meinung nach mit. Die Geschichte habe ich auch schon in einem anderen Video erzählt gehabt, dass sie damals, kann ich mich noch ganz genau erinnern, das heißt damals, so vor 1-2 Jahren, konntest du die Uhr locker kaufen. Die hatten die da im Schaufenster, die konntest du einfach mitnehmen. Die haben sie dir sogar noch hinterhergeworfen, gefühlt in Anführungsstrichen, haben gesagt, so, ey, wenn du diese Uhr kaufst, weil das ein großer Einstiegspreis ist, von wie viel Liste? Definitiv, ich glaube 65. Genau, 65.000 für eine Uhr einfach mal hinzulegen, ist schon heftig. Und ja, da haben sie gesagt, so, kaufst du die Uhr, kriegst du noch eine grüne Sub vielleicht noch dazu oder was auch immer, so, dass du an diese Uhr überhaupt kommst. Und mittlerweile ist die jetzt bei 110, 120? Ja, 120, genau. Also die Jungs und Mädels, die das damals gemacht haben und sich da überreden lassen haben, haben alles richtig gemacht. Aber was heißt überreden? Das ist eine wunderschöne Uhr, die für sich spricht, meiner Meinung nach. Wenn du die Uhr umhast, dann geht es dir, glaube ich, gut. Genau. Ja? Vor allem Platin ist wesentlich dichter als Stahl, von daher das Gewicht ist unfassbar. Gefühlt dreimal so viel wie eine normale. Ja. Dazu kommt dann auch noch, dass wir dieses eisblaue Zifferblatt haben, was es immer nur bei den Platinuhren gibt. Mhm. Diese braune Lünette. Mhm. Und ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Wolf im Schafspelz. Zu 100%. Weil wenn man die auf der Straße sieht, der ein oder andere wird vielleicht sagen, okay, das ist eine Daytona. Ja. Aber wer sich jetzt nicht wirklich auskennt, der wird auch nicht wissen, was das kostet. Genau. Und dass das halt 120.000 Euro am Handgelenk sind, das ist schon... Ich dachte wirklich immer so, ne? Also im Vergleich hier, fühlt sich jetzt nicht so wertig an, ich immer noch wertig, aber es ist Stahl. Dann habe ich irgendwann mal eine erste Daydate mir gekauft und dachte ich, boah, krass, ne? Vom Gewicht her und so wertig. Genau, das war auch schon ein Unterschied. Unterschied, aber wenn du jetzt sowas hier hast, ist nochmal was ganz, ganz anderes. Also gefühlt doppelt so schwer. Und meiner Meinung nach eine wunderschöne Uhr. Wäre auf jeden Fall absolut Traumuhr irgendwann mal zu haben, aber ja, wie gesagt, ne? Also aktuell von gut und böse, meiner Meinung nach, der Preis. Ja. Aber jeder, der diese Uhr hat, kann sich, glaube ich, glücklich schätzen. Das ist eine wunderschöne Uhr. Welcher Promi hatte diese Uhr jetzt nochmal? Drake unter anderem. Genau. Aber tatsächlich, wie bei auch anderen Uhren, die wir jetzt hier so haben, doppelt sich das hin und wieder. Ja. Also es gibt, zum Beispiel Haaland hat gefühlt einfach jede schöne, gehypte Uhr. Von daher gibt es auch andere Promis, die da ziemlich gut unterwegs sind. Und ich glaube, Drake, das ist für den... Ein Klacks. Den sieht man auch öfters mit seltenen Richard Mille Uhren, mit seltenen Pateks und es gibt da den einen oder anderen Star, der einfach gefühlt alles hat. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten sportlichen Vorbild, Cristiano Ronaldo, auch mit einer Uhr, die auffällig ist, aber ich sag ehrlich, jetzt nicht so mein absoluter Favorit. Da bin ich mal gespannt, was du da jetzt so sagst. Ich würde sie mir nicht umtun. Also bin ich jetzt ganz ehrlich, die ist sehr laut von der Farbe her. Ich finde es generell auch schwierig. Ich finde auch mir persönlich steht eigentlich keine Golduhr. Ich trage die ab und zu ganz gerne mal irgendwie, wenn ich irgendwie doch eher mal auffallen will, bin ich ehrlich. Ist eher so eine Stahluhr, steht mir besser, finde ich. Jetzt habe ich so diesen optimalen Hautton, finde ich, dafür. Ich finde so eher dunkel heute in Menschen steht es besser. Wir sind beide sehr helle Typen. Ich finde, da steht Gold nicht so gut aus. Deswegen würde ich so eine Uhr gar nicht tragen. Jetzt sag mal, findest du die schön jetzt? Also ernsthaft jetzt? Also kannst du mir schenken. Wenn du mich fragst, ist es jetzt nicht unbedingt die schönste Uhr im Rolex-Portfolio. Natürlich gibt es da auch Leute für. Der Geschmack ist natürlich so auch immer auch anders. Ja, definitiv. Weil die hat ja auch diese Yacht-Funktion. Also die Yachtmaster hat diese Chronographen-Funktion, womit man quasi diese Zeit bis zum Rennen, es gibt irgendwie einen fliegenden Start. Ja. Und die kann man timen, diese 9 Minuten Übergangszeit, was auch immer. Auf jeden Fall, das hat wohl seine Funktion und Daseinsberechtigung. Für mich persönlich wäre das nichts. Aber wer sagt, ich will maximal viel Gold haben bei einer Rolex, ist das die beste Adresse, weil wir haben 44 mm und das ist einfach, mehr Gold geht nicht bei Rolex. Was kostet die Liste? Listenpreis kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht aus dem Kopf sagen. Mhm. Ist jetzt auch keine, die jetzt... Können wir hier einfach mal einblenden, so genau, ja. Es ist eher so eine Uhr für Liebhaber auch eher, ne? Ja, also der wäre wirklich entweder ein Liebhaber oder jemand, der wirklich extremst auffallen will, weil das war auch eine der letzten Uhren, die so vom Wert her wirklich bei Rolex gestiegen sind, weil es wirklich 44 mm Vollgold. Schwierig. Nicht jedermanns Sache. Das stimmt. Ja gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Uhr. Ich persönlich bin auch nicht kein Freund von ihr. Wenn ich mir jetzt so aus der Ferne anschaue... Das ist für dich ein Favorit, hast du schon gesagt, ja, ne? Ja, definitiv. Also ich glaube, unter denen, außer jetzt der Starbucks Kermit, wäre das eigentlich so mein Favorit. Echt jetzt? Ja. Die Yachtmaster ist auch Gold, ne? Merkt man direkt am Gewicht. Genau, ne? Weißgold auf dem Oysterflex. Ja.
Oysterflex, wunderschön. Ich habe ja die Daytona im Oysterflex. Auch eine super sportliche Uhr. Manchmal stört mich das, wenn ich die trage, dass sie so komisch fällt. Weißt du, was ich meine von diesem Oysterflex? Ja, ja, genau, weil man ja auch unten diese, wie soll man sagen, Kiemenstreifen, genau, wie auch immer hat. Ja, ja, genau, richtig, genau. Ja. Was aber auch irgendwie auf der anderen Seite cooler ist, weil oft fühlen sich andere Uhren auf dem Kautschukband so ein bisschen so an, als wenn die so kleben würden am Handgelenk und das macht es ein bisschen anders. Naja, ich weiß, was du meinst, aber die gefällt mir vom Aussehen gar nicht. Ich finde dieses schwarz-matte Lünette gar nicht meins und die wirkt so groß. Ja, genau, also die hat halt 42 mm, ist also wirklich größer als die meisten Modelle. Ja. Mir gefällt aber halt auch wieder, wie bei der Daytona, die du hast, so ein bisschen dieses Undercover, dieser Undercover-Wert, weil die ist weiß-gold, die fällt nicht so direkt ins Auge und ist trotzdem irgendwie ein schöner Wert und eine schöne Uhr, die man jeden Tag einsetzen kann. Genau. Weil im Endeffekt sind die auch alle zum Beispiel wasserdicht, kann man also alle sorgenfrei. Ihr könnt auch ein bisschen schwimmen gehen damit. Aber genau. Ich finde, für den Preis sollte man auf jeden Fall auch mal ins Wasser gehen. Welchem Star gehört diese Uhr? Die gehört Sergio Ramos. Genau, kennt auch der ein oder andere. Müsste eigentlich der ein oder andere wieder auch kennen, ja. Ja, schöne Uhren. Wenn ich mich jetzt auf eine festlegen würde, wie ich es auch angesprochen habe, ist es auf jeden Fall die Daytona Platin, mein absoluter Favorit. Leider nicht meine Preisklasse, vielleicht irgendwann mal. Finde ich eine wunderschöne Uhr, darf in einer Sammlung nicht fehlen. Ich würde mich einfach freuen. Ja, wenn ihr auf ganz normal Chronex auscheckt, vielleicht ist ja eine Uhr dabei, die ihr haben wollt, dann checkt ihr ganz gerne aus. Vielleicht ist sie sogar noch verfügbar, vielleicht auch nicht. Geht uns ganz gerne einfach mal auf den Link unten drauf und checkt auf jeden Fall auch meinen Code aus Felix, dann bekommt ihr einen kleinen Rabatt. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr die nächsten Tage bei einem neuen Video einschalten würdet. Lasst ein kostenloses Abo da, es werden noch coole Videos hier kommen bei Chronex. Und ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und ich freue mich einfach auf die Tage. Macht's gut, euer Felix. Ciao, ciao.